Und zwar, da wollen wir auch nochmal drüber reden, liebe Christina. Du, das kannst du mir vielleicht selber besser sagen. Christina! Christina! Komm doch mal zu uns, denn du bist ja nicht nur sexiest woman alive, sondern ausgezeichnet worden für dein soziales Engagement. Die Laudatio hat die wunderbare Barbara Russo gehalten. Sag uns doch mal die zwei Auszeichnungen direkt. Dankeschön. Also ich habe die Ehre von, also in Rom am 7. Oktober als Polin des Jahres in Österreich und der Welt erste Preis für mein soziales Engagement zu halten. Und drei Wochen später die gleiche Geschichte, erste Preis als Mr. Lady of the End in Österreich. Sehr unfassbar. Und zwar für leuchtende Kinderaugen. Ein Beispiel, der steht auch vor uns. Es waren um die 600 Familien, ne, die da in diese Auszeichnung reingekommen sind. Genau, das war 600 Familien. Für diejenigen habe ich den Urlaub organisiert. Aber das war auch 304 Mutter und Kinder, Katze und Hunde. Die habe ich voriges Jahr direkt, also wirklich direkt, aus dem Bunker in die Ukraine abgeholt, nach Österreich gebracht und für jede Familie, aber wirklich für jede Familie, habe ich eine Wohnung oder ein Zimmer, unsere Partnerhotels organisiert. Und für viele Familien habe ich auch das Job organisiert. Also die Auszeichnung mehr als gerechtfertigt, auch letztlich dank euch und eurer Mitarbeiter und eurer Familie. Danke schön, liebe Christina. So.